Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Runde Warframe. Und anstatt, dass wir mal wieder in einem langweiligen Startbildschirm festhängen, geht's schon gleich los mit der Mission. Soll ja auch mal hier so actionmäßig sein. Und hier haben wir schon die Action mit Explosionsschaden. Jawohl, wie man den Bogen kennt. So, was spielen wir denn überhaupt für eine Mission, für eine nette? Ich... Keine Ahnung. Bälle, ich glaube Bälle ist auf Europa. Europa, ja, genau. Und irgendein Erfolg hat mal der Metamann gesagt, wenn man hier das Panzerglas anschießt, dann fangen hier an, die Risse sich zu bilden. Und das stimmt. Das sehe ich nämlich jetzt hier auch. Da hat er nicht irgendwie gesponnen oder so. Nee, der hat man im neuen Video einfach nicht gesehen. So, du spielst mit der Synapse, mit Energie Blau, wie ich sehe, oder? Ja. Aber mit Radiation Damage drin. Genau, so wie man es auch kennt. Wir spielen jetzt ja. Mit Mac Prime und Paris Prime aus dem Grund, Paris Prime um zu leveln, Mac Prime um zu leveln und weil wir eine schwierigere Mission machen und ja, da bringt die Ember noch nicht ganz was. So, wir natürlich werden wir heute noch in der Folge die neue Waffen ausprobieren, die ich ja gebaut habe. Die Magistra, die habe ich nicht mehr fertig bekommen. Aus unerklärlichen Gründen. So. Wir sind jetzt Level 15 mit was? Mit der Karma. Mit der Karma sind wir jetzt Level 15. Das finde ich toll. Ein gutes Karma. Ja, ja. Und wenn wir auf Level 30 sind, dann spüre ich schon ein doppeltes Karma. Oh Gott, war das so schnell. Das geht doch gar nicht. Nein, wegen der Dualkarte natürlich. Dann hat man zwei Karten. Ist total lustig. Ja, ja, das Niveau ist auf jeden Fall hoch. Und ich glaube, wir sollten uns aufteilen. Ja gut, jetzt brauchen wir sowieso nicht mehr aufzuteilen. Ja. Wir sind ja jetzt sowieso schon hier bei dem Typen, den wir gefangen nehmen müssen. Einfach mal so einen Arsch explodieren lassen, so wie man es auch kennt. Oh Gott. So, einfach mal hier die Leute mal zu sich holen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ich habe ihn auch schon flach gelegt. Erfolgreich flach gelegt. Jetzt kannst du bei jedem Mann angeben. Das ist jetzt deine verdiente Trophäe. Du hast jetzt einen Kerl flach gelegt. Lassen wir das. So, Warframe ist wieder am Start und gibt's irgendwas bei etwas Neues bei Warframe? Ich glaube jetzt zurzeit nicht. Seit dem letzten Mal nicht. Nö. Außer eben mal die neuen Waffen, die wir natürlich testen werden. Die Dragoon, die eigentlich Dragoon heißt, habe ich öfters mal ausprobiert, neuerdings. Und ich muss sagen, die Waffe ist cool. Man muss gucken, wie man die kombinieren kann, weil der Schnittschaden ist extrem hoch. Und wenn man ihn vielleicht noch höher bekommt, dann bekommt man bei jedem Schuss Schnittschaden. Wenn man das hinbekommt. Und somit, wenn man einen Streuschuss hat und jeden Gegner dann auf irgendeine Art und Weise, egal wie, trifft, dann, dann ist die Waffe geil. Man sollte. Das ist ja die Statuschance einfach erhöhen. Genau. Man sollte eben halt nur aufpassen, wenn ein Gegner Schnittschaden hat, dann sollte man den nicht mehr angreifen, weil das ist Munitionsverschwendung. Das habe ich auch schon öfters gemerkt. Das habe ich dir, glaube ich, gerade in die Eier geschossen. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Du hast eine fette Panzerung da. Ja. So, endlich mal wieder mit dem Bogen spielen. Find ich persönlich wieder toll. Aber ich weiß nicht warum, aber der Paris Prime sagt mir irgendwie nichts mehr zu, obwohl das ein richtiger geiler Bogen ist. So. Ich frage mich jetzt gerade nochmal, welcher Bogen nochmal für Schnittschaden war. Ich glaube für Dread. Ja, der Dread ist es. Genau. Weil den würde ich nämlich gerne weiter ausbauen, weil Schnittschaden macht extrem hohen Schaden. Ist ja auch ein Schnittschaden. Und dann blutet man. So, auch mal wieder mit Black Prime zu spielen, ist ja auch mal was. Nein, ich will jetzt nicht Schönes sagen, aber es ist was anderes eigentlich auch nicht.
Tja. Es ist was, was du nicht aller Tage hat. Ja, genau. Es ist einfach Mac Prime, so wie wir sie kennen. Schwach und ausgebildet. Ja, gut, fast ausgebildet. Noch 3 Level. So, dann wollen wir mal hier die Gegner zu uns ziehen, weil die Mac Prime nichts anderes kann. Wieso denn den weiten Weg machen, wenn man als Gegner ist? Wenn man Mac Prime ist, zieht man ihn einfach an. Zack, einfach herholen. Gut, wenn man dann eben mal stirbt, ist dann seine Schuld. Ich meine, ich mache ja auch nichts dafür. Ich ziehe dich ja nur ran. Ich komme gleich, ich zermalm die Gegner gerade noch mal ein bisschen. Ah, ja. Schön, die sind auch mal wenigstens gestorben. So, jetzt fliege ich mit meiner Clave raus. Und ein Morphid habe ich bekommen. Oh komm, ich habe nur 89 Rubetto bekommen. Da habe ich 130. Och komm, wo hast du denn alle her, sag mal? Ich muss mal unbedingt den Djinn leveln. Mann, ich will, dass der Djinn weiter levelt. Was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Weil, wenn der Djinn hochgelevelt ist, kann ich wieder meinen Carrier auswählen. Und so. Jetzt können wir Invasion machen. Ja, genau, Invasion. Auf zu synchronieren. Was ist. Ah, Moment. Noch nicht aktivieren. Wieso? Warte, was? Weil. Ich muss hier jetzt erstmal wieder meine Ingenieurwaffen ausrüsten. Ach so, und wir machen natürlich Neuronen, Alter, was geht denn da ab? Das hätte ich ja beinahe verpasst, sag mal. Na, da hättest du es nicht verpasst, die gab es einfach noch nicht. Ach so, ja, na dann. So, jetzt habe ich meine Grenier-Skin, doch. Green. Ach so, hast du Dingens in Skin reingepackt, oder was? Nein, Skin, doch mit, Ja, das kann ich eigentlich auch machen. Da habe ich sogar noch mehr Schaden drin. Da bin ich bescheuert. Ich habe flinke Hände draußen, sag mal, was. Ach so, das hatte ich ja extra draußen, ne? Nein, warte. Hä? Ich bin blind. Alter, ich habe keine flinke Hand mehr. Nö, ich bin blind, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich hab hier keine flinke. Nö, ich hab hier keine flinke Hand drinne. Naja, okay. Ich weiß nicht, wo mein. Ach, schade. Scheiße. Voll mein. Was denn? Au! Was sagst du denn? Warframe hat hier auch einen netten Bug und so weiter. Wenn man ja zum Beispiel Mods verkauft, dann zeigt er nicht an, also manchmal, zeigt er nicht an, welche man ausgerüstet hat. Und manchmal auch nicht das Level, wie hoch man gelevelt hat. Jetzt habe ich Angst, dass ich aus Versehen meine Stufe 9 flinke Hand rausgeworfen habe. Ach, das ist ätzend. Ach, nö. Ach Gott, bitte nicht. Ich komme hier nicht durch die Tür. Postmigrator. Was ist los? Ach. Was ist passiert? Ist es wegen deinem Internet oder wegen was? Wahrscheinlich. Ach nee. Ich war schon vor dir, nämlich hier schon online. Ach so, ja, das ist Finde ich. Tja, das ist doof. Jetzt müssen wir hier weiterspielen. 3 neue Routen will man sich eigentlich nicht entgehen lassen, ne? Aber 114 Feinde sind schon viel. Ach, das sind nur die Kropos. Ja schon, aber trotzdem, 114 Feinde sind es. Auch wenn der jetzt von einem Schild weggeschlagen wurde, was ich sehr amüsant fand, trotzdem. Und auch wenn ich jetzt hier die Belohnung nicht bekomme, ich verprüge einfach die Korpus, weil ich es kann und die Skin da auch habe. Ja, ja, dann. So, der ist bei uns. Den wollen wir nicht hier haben, den wollen wir weghaben. Dann würde ich sagen, ja, ist die Frage, du müsstest 5-mal spielen, wäre natürlich geil, 3 neue Routen, sollte man sich nicht... Wenn man Solo spielt, muss man es nur 3-mal spielen. Ja? Ja, ich habe nämlich irgendwie, wenn du es privat spielst, irgendwie nur so bei jedem Spiel 2 Punkte bekommen. Geil. Also dann, wenn wir es nur 3-mal spielen müssen, ja dann... Musst du halt mal gucken. Gerne. Das heißt, welche, wo ich nur so 3-mal spielen muss. Also ich vermute mal, es liegt daran, dass es ja dann eine größere Herausforderung ist.
Ja, dann sollte ich mir dann vielleicht die besten Waffen, den besten Warframe einpacken. Und dann sollte ich wie schnurstracks hier das so schnell wie möglich machen. Was willst du mit dem, Saukerl, du? Sarün ist angesagt. Ash. Wer spielt denn heute noch mit Ash? Den kann man hier bei Pokémon noch sehen, aber Ash. Seitdem es X und Y gibt und keine Farben mehr, als Pokémon für mich gestorben. Naja, muss ich auch mal so sehen. Es gab noch nie eine Farbe, die hieß Schwarz 2 oder Weiß 2. Jetzt wird's tricky, ne? Aber möchtest du etwa lieber Kohlenschwarz und Kreideweiß nennen? Wäre zumindest eine bessere Farbe als 1 und 2. Ja. Das ist also sowieso schon ein Grenzler-Deck. Hallo, die hatten ein Pokémon, das sah aus wie eine Eistüte. Ja und? Die wollten damit nur Werbung betreiben. Das hieß Gelatini. Na und? Trotzdem. Werbung. Wer möchte nicht gerne eine Eistüte als Pokémon haben? Ich meine, stell dir mal vor, du bist gerade während dem Pokémon-Kampf und kriegst Hunger auf dem Eis. Da ist schon praktisch. Du bist ein eigenes Pokémon. Ja, mal davon abgesehen, du sperrst sie in einen Ball. Von daher, gut, weißt du, wie ist denn gut sperren ist relativ. Du fliegst eigentlich, ja. Was mich auch schon immer interessiert hat. Wie sieht denn so im Inneren von so einem Pokéball eigentlich aus? Das musst du dir so vorstellen wie so eine riesen fette Villa, die mikrokosmisch verkleinert wurde. Wie so ein Barbie-Haus musst du dir vorstellen. Nein, nicht hängen bleiben, mach weiter. Ah Gott, scheiß Leck! Alter! Warte, Framerate stürzt ein, das finde ich nicht souverän. Also wie gesagt, du musst dir so vorstellen wie so ein Puppenhaus, so ein Barbie-Puppenhaus, so ein mikroskopisches kleines. Und dieses Pokéball-Dingster-Bumster ist jetzt der Transfer zwischen der realen Welt und zwischen der Welt des kleinen Villa-Häuschen. Das heißt, du wirst verkleinert, dass du eine Villa besitzt. Hat zwar jetzt kein Mensch verstanden, aber ist das Verständnis ist relativ. Cool, wenn nicht, dann gehen sogar die Kameras aus. Also, für alle, die Reno haben, ihr könnt auch die Kameras ausstampfen. Das wäre richtig geil. Kommst du hier so bei einem Bankraub gut davon, ne? Kein Bock auf Kameras, einfach mal so ausstampfen. Genau. Boah, aber das wäre doch ätzend, wenn man den Reno jetzt so richtig wütend machen würde, dann würde doch vielleicht mal irgendwann mal stampfen. Und dann würde alles in der Gegend, was eine Kamera hätte, kaputt gehen. Touristen, Ladenkameras. Tja, zumindest wären die ganzen Urlaubsfotos gelöscht. Ja, Mann, das wäre doch. Nee. Ich glaube, Reno ist einsam. Ja, ich irgendwie auch. Also ich glaube auch, dass er irgendwie einsam ist. Ja? Ja, gerne. Ob ich noch anderes hätte, war die Frage. Achso. Alter, und geil. Also das hat jetzt was gebracht. Und mein Bogen hatte... Scheiße, finde ich auch. Mein Bogen hatte gerade über 1000 Schaden gemacht. Und hör doch mal auf zu lecken. Alter, die Framerate jetzt... Also tut mir leid, ich muss das rausschneiden. Ich schneide es einfach raus. Das geht doch nicht. Was denn? Das war gerade ein riesen fucking Framerate-Einsturz. So als King gerade die Winterzeit. Das wird schon keiner angucken, wenn das hier die ganze Zeit rumspackt. Du Framerate. Mann. Sei nett zu mir. Ich glaub, das liegt entweder an dem Online-Spielen oder an der Mission oder im Hintergrund habe ich nichts drauf. So. Da wurden die wahrscheinlich schon wieder erwischt von dem Rhino-Stampfer. Was? Ja, das ganze Schiff hat gerade gewackelt. Also so, als ob gerade eine Bombe eingeschlagen wäre, aber ich glaube eher, das war Rhino.
Von der Erde aus. Nicht von Europa, sondern von der Erde aus. Weil ja Europa nicht auf der Erde liegt. Nein, sondern nicht. Wir sind hier gerade auf dem Planeten. Oh Mann, ich hätte Reißleine bekommen. Und 3600 Credits. Und zwei NAV-Koordinaten. Ach, Manno. Ich weiß. Ärgerlich. Ach, ja. So, jetzt gehe ich hier gerade echt mit richtiger Vorsicht durch dieses Level, weil ich Angst habe, dass die Framerate wieder einstürzt. Das will ja auch keiner sehen hier. So. Und. Läuft die Aufnahme noch? Ja, na klar, läuft die Aufnahme noch. Wie gesagt, ich schneide nur die. Ich hab schon diesen einen klitzekleinen Part ausgeschnitten. So, und ja, es gibt vielleicht eine große Ankündigung. Ja, ich mache eigentlich immer nur Ankündigungen, aber versprechen tue ich sie nie, ne? Und, oder doch, versprechen tue ich sie schon, nur einhalten tue ich sie nie. Du bist YouTuber, das ist dein Hobby. Ne, das ist ja genau. Kein Geld dafür, also darf keiner was von dir erwarten. Ja, ein kleines Kind, nur was so, dann was dann so also so ein kleines Kind, was dann so ein Lolli sieht und dann es nicht bekommt oder was. Boah, das wäre echt fies. Von einem Lolli. Da kommt so ein fetter alter Sack zu einem Kinderwagen vorbei und sagt so: "Ja, Gett, du willst diesen Lollipop haben? Ja, Gett, ich verspreche dir, ich gebe ihn dir." Und dann geht er knallhart weiter. Alter, das wäre so ein richtiger Hurensohn. Ja, er nimmt noch nicht mal das Kind mit. Ja, gell? Erstens das, hallo?